Hallo, liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Ich freue mich, da zu sein und das Wort Yehoshua Mashiach mit euch zu teilen. Bevor ich tiefer gehe, möchte ich also kurz beten. Yehoshua Mashiach, danke für dein Wort, danke für diesen Moment, danke Herr für alles, was du tust. Herr, bitte führe mich und leite mich im Namen Yehoshua Mashiach. Amen. Also, wir sind in eine harte Zeit, gerade also mit dem Corona-Virus, also Covid-19. Das Jahr 2020 ist ziemlich hart, also für uns alle. Also das Leben ist also ganz, also schon anders geworden. Einkaufen mit Masken und immer aufachten. Also das Leben ist ziemlich anders geworden. Also wir hatten letzte Lehre über die Jünger von Yehoshua Mashiach. Und davor hatten wir uns also mit der Verführung befasst. Und heute möchte ich ein anderes Thema, oder es geht also in diese Richtung, Verführung auch. Der Herr legt also in mein Herz, also dass wir darüber sprechen. Also, wir sind wirklich in einer harten Zeit. Wir wissen nicht mehr, also wer wirklich also ein Christ ist und wofür Christus überhaupt, also Mashiach, überhaupt gekommen ist. Für viele. Weil wenn wir die Gemeinden heutzutage sehen, also wir wissen überhaupt nicht, warum die Leute sich versammeln und. In dieser Sendung, die Stunde der Wahrheit, befassen wir uns also mit der Wahrheit aus der Bibel. Weil die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Also, das Wort Gottes hat also ein bestimmtes Ziel, uns frei zu machen. Frei von was? Frei von der Sünde. Frei von unserer Traditionen, unserer Religion, unserer Art und Weise, wie wir die Sachen sehen. Und ich habe also einen Vers, ich möchte das kurz lesen. In 2. Korinther, Kapitel 11, als ich gelesen hatte, also der Herr hat also diesen Vers also mir gelegt und ich möchte das mit euch teilen. 2. Korinther 11, Abvers 1. Möget ihr doch ein wenig Torheit von mir ertragen? Doch ihr ertragt mich ja auch. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre Liste verführte, so vielleicht eure Sinn von der Entfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Lieber Geschwister, Paulus hatte sich also hier beschwert. Er hatte das Wort Gottes an die Korinther weitergegeben und dann festgestellt, also dass es Leute gab, die Wahrheit, also das Evangelium, an ein anderes Evangelium angenommen hatten oder weiter gepredigt hatten. Und das Schlimmste noch, die Bibel spricht hier also von einem anderen Christus, einem anderen Jesus Christus. Und das ist genau, was wir heute erleben.
Wir wissen nicht mehr, also wer wirklich also ein Christ ist. Wir wissen nicht mehr, also wer auf dem Weg ist, was das Evangelium ist. Und wir müssen das also jedes Mal, wenn ich also mit Leute rede, ich muss das Ganze immer wieder rüberbringen. Die Definition an sich also von einem Christ. Was ist ein Christ? Ein Christ hat also mit Christus, Yeshua Mashiach, Jesus Christus zu tun. Er ist ein Jesu Nachfolger. Er folgt Jesus Christus. Aber warum denn? Warum ist Jesus überhaupt gekommen? Wieso gibt es also das Evangelium? Weil hier steht, also Paulus sagt wieder, es gibt Leute, die ein anderes Evangelium predigen. Wenn ihr also ein anderes Evangelium, wenn euch also ein anderes Evangelium gepredigt wird oder ein anderer Jesus gepredigt wird, ihr erträgt das. Ihr nehmt das also gern. In diese Sendung, die Stunde der Wahrheit. Lieber Geschwister, wir wollen über die Wahrheit aus der Bibel. Vor ein paar Jahren, ich kann mich also vor 20 Jahren, keine Ahnung mehr, aber als ich Christ geworden bin, da kann ich mich also richtig erinnern, aber als ich Christ geworden bin, der Herr hatte mich also einen Vers gegeben und das ist in 2. Timotheus Kapitel, ich lese mal, also das ist gerade gekommen, dieser Vers, 2. Timotheus Kapitel 4, glaube ich, ja genau, 2. Timotheus Kapitel 4. Ich war nur ein Student und wir hatten also eine kurze Versammlung mit anderen Studenten und da kam der Herr sprach zu mir und gab mir also genau diesen Vers, also diese Passage. Da steht, ich bezeuge eindringlich, also 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seinen Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, steh bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und dann geht es weiter. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierde sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Hier und Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Halleluja, das ist schon lange her. Da war ich schon lange her und der Herr hatte mir also diesen Vers gegeben und heute über die Jahre, wenn ich also weitergehe, es macht wirklich also seinen Sinn. Ich verstehe diesen Vers also noch stärker. Warum? Weil ein Christ, was also ein Christ ist, welches das Evangelium, was wir heute sehen, ist nicht, was Joshua gepredigt hatte. Und es ist auch nicht, also was die Jünger Christi gepredigt hatten. Lieber Geschwister, das Evangelium, was wir heute sehen, was ist überhaupt das Evangelium? Das ist diese gute Botschaft. Aber die gute Botschaft hat also mit Christus zu tun, lieber Geschwister. Lieber Geschwister, das Evangelium verkündigt das Heil. Halleluja. Das Evangelium verkündigt das Heil der Menschen, die Heilung der Herzen, die Menschen, die in der Sünde, die verletzt wurden, die Heilung von diesem inneren Mensch, unser Herzen. Das ist das Ziel, das Evangelium. Das Evangelium bringt auch Freude in unser Herzen. Das Evangelium legt die Freude von Yeshua Mashiach in unser Herzen, Halleluja, in unser Leben.
Das Evangelium hängt nicht von wie viel Geld oder wie arm man ist, aber das Evangelium bringt die Gerechtigkeit, bringt auch Freude, Friede in den Herzen, Friede im Leben. Friede von Yeshua Mashiach hat nicht also mit dem Frieden von dieser Welt. In dieser Welt, die Leute haben Frieden, wenn sie ein bestimmtes Ziel erreicht haben. Ja, ich will diesen Vertrag haben, ich möchte diesen Job haben, wenn ich diese Frau heirate, dann werde ich also glücklich. Und nein, das Evangelium bringt Friede vom Herrn. Und es hängt überhaupt nicht von, was wir haben, wie die Leute um uns sind. Nein, das hängt alles von Yeshua Mashiach ab. Halleluja. Und das Evangelium bringt auch Gnade. Das Leben von Yeshua Mashiach. Das ist das Ziel des Evangeliums. Das Evangelium predigt das Kreuz. Es ist das Kreuz von Yeshua Mashiach, dass er für uns gestorben ist, dass er in den Tod gegangen ist und als Sieger vom Tod zurückgekommen ist, damit wir auch ewiges Leben bekommen. Halleluja. Das ist das Ziel, das Evangelium. Die frohe Botschaft. Halleluja, Halleluja. Das Evangelium kommt, um die Menschen zu retten. Retten von was? Von der Sünde. Retten von diese Ketten, die Ketten von dem Feind, von der Verführung des Teufels, alles vom Böse. Oh, lieber Geschwister, das Evangelium, wenn jemand also das Evangelium erleben will, da musst du also Buße tun. Das Evangelium bringt die Leute, Buße zu tun, sich von der Sünde abzuwenden und dann Yeshua Mashiach zu folgen. Das ist das Ziel, das Evangelium. Und nur Yeshua Mashiach. Keine Kirche, Konfession, Denomination, irgendwelche Prediger oder Prophet oder irgendwelche Menschen. Das Evangelium es ist eine Versöhnung zwischen Menschen und Schöpfer. Halleluja. Das ist das Ziel des Evangeliums. Aber was sieht man heute? Wir sehen also ein anderes Evangelium. Ein anderes Evangelium wird also gepredigt. Wenn du so viel Geld gibst, dann wirst du gerettet. Jeden Monat, also gibt's Leute, die geben Zehnten und die glauben, weil sie das geben, dann ist alles okay, alles wunderbar. Gehen jeden Sonntag in die Kirche, nehmen also einen kleinen Ostie oder keine Ahnung, Kommunion und essen das und laufen wie fromm so und denken, dass sie gerettet sind. Das ist nicht das Evangelium. Schreien zu Maria, tragen irgendwelche Kreuze und dann denken sie, dass sie gerettet sind. Oh, lieber Geschwister, ein falsches Evangelium wird heute gepredigt. Falsches Evangelium, das sagt die Menschen, ja, wenn du die Gemeinde so kehrt, wenn du so viel Geld gibst, so viel Steuer für die Kirche oder sowas gibst, dann bist du ein Teil von uns. Du bist ein Teil von einer Kongregation, von einer Konfession, aber nicht von Yeshua Mashiach. Das Evangelium bringt die Leute, die Sünde zu lassen. Nicht also, was man heute bringt. Du kannst also sündigen und dann trotzdem also für Yeshua Mashiach sein. Nein. Einmal gerettet und immer gerettet, weil du einmal Ja gesagt hast. Hast nicht unbedingt, dass du immer gerettet bist. Du musst in diese Verbindung mit Yeshua Mashiach bleiben. Sein Wort tun, für ihn leben, die Sünde beiseite legen. Ah, lieber Geschwister, ein falsches Evangelium wird heute gepredigt. Und es gibt viele Leute, die ertragen das. Das ist genau, was Paulus also hier sagt in 2. Korinther Kapitel 11. Und er sagt es wieder ein falsches, also ein anderes Yeshua Mashiach, Jesus Christus gepredigt. Lieber Geschwister, guck mal, was wir heute sehen. Was ist das für ein Jesus, der sagt,
Gib mir Zehnte. Wenn du die Zehnte nicht gibst, dann wirst du nicht, dann wirst du nicht und so. Was ist das? Hm? Ist das also ein jemand, der Steuer immer monatlich also kommt und nimmt das? Das ist nicht unser Yehoshua Mashiach. Yehoshua will unser Herzen. Yehoshua will uns also retten. Das Evangelium heute? Komm zu Jesus, dann wirst du eine Frau haben. Komm zu Jesus, wirst du ein Haus haben. Komm zu Jesus, dann wirst du ein Auto. Das ist nicht das Evangelium. Komm zu Yehoshua Mashiach und er wird dich also von der Sünde retten. Ein falsches Jesus wird also heute gepredigt. Dieser Jesus, der nur der ein Baby ist. Von Anfang bis Ende, jedes Jahr, er ist immer nur ein Baby. Was ist das für ein Jesus? Ein Baby, jedes Jahr gibt's also sein, die feiern seine Geburtstag. Immer dieser Baby. Ein falsches Jesus wird also an die Leute gezeigt. Dieser falsche Jesus also mit blauen Augen, schöne Haare und er strahlt so. Der sieht wie jemand also aus Skandinavien. Was ist das für ein Yehoshua Mashiach? Es gibt eine, der sogar blond, der ist schön, so richtig. Und die Leute haben sogar ein Poster von diesem Jesus in ihren Häusern. Und die beugen sich davor vor. Meine Güte, das ist nicht Jesus. Das ist er nicht. Ein falsches Jesus wird gezeigt, wird gepredigt. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, wie die Leute also in ihre Gemeinde gehen? Die haben Poster von einem Jesus mit so ein Herz, also so richtig rot und strahlt. Und wenn sie das sehen, dann sehen sie, oh, Jesus, so fromm von dem Bild. Das ist Götzendienst. Das ist überhaupt nicht Yehoshua Mashiach, liebe Geschwister. Das ist er nicht. Das ist der Falsche. Wie Paulus hier sagt. Er sagt, wenn jemand kommt und predigt, ein anderer Jesus, ihr erträgt das. Die Leute nehmen das. Also wenn du diese Poster bei dir hast, von diesem Jesus, wirf das Bild weg. Schmeiß das weg. Weil das nicht Jesus Christus ist. Das ist er nicht. Yehoshua Mashiach will dein Leben retten. Er will unsere Leben retten. Und die haben solche Statue in dem Haus oder irgendwo irgendwelche Kreuzung. Wenn sie in der Nähe kommen und dann sehen sie das, meinen sie so ein Kreuz. Das ist nicht Yehoshua Mashiach. Das ist der nicht. Das ist der Falsche. Ein anderer Jesus wurde gepredigt. Über die Jahre, es ist so eine Tradition geworden. Die Leute haben keine Beziehung mit ihm, aber nein, Weihnachten sind sie dabei, feiern seinen Geburtstag und da fühlen sie sich also als Christen. Die Evangelikalen, die gehen also, die haben so einen riesigen Kreuz da und gucken immer zum Kreuz und denken, ah, Yehoshua, mein Retter. Jesus will in unserem Leben sein. Nicht das Kreuz. Die Leute tragen so ein Kreuz, weil die Bibel sagt, ja, wer sein Kreuz nicht trägt, der kann nicht also mein Jünger sein. Das ist nicht, weil du also ein Kreuz hier trägst oder das ist nicht, was Yehoshua Mashiach meinte. In dieser Sendung, die Stunde der Wahrheit, wir sagen die Wahrheit aus der Bibel. Wer Yehoshua Mashiach folgen will, dann soll er sein Wort folgen. Halleluja, in Galater Kapitel 1, also ich glaube, Paulus hat auch das gleiche an die Galater gesagt. Er sagte in Vers 6, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren.
Das Evangelium des Christus, das wird vermischt mit irgendwelchen Traditionen. Die Kirche für Afrikaner, die Kirche für Asiaten, die Kirche für Deutschen, die Christen für die Kirche für so und so und so. Aha, habt ihr gehört, dass Joshua Mashiach für seine Gemeinde gestorben ist? Habt ihr gehört, dass Joshua Mashiach seine Gemeinde abholen will? Und diese Gemeinde ist nicht afrikanisch. Diese Gemeinde ist nicht europäisch. Diese Gemeinde ist nicht asiatisch oder sowas oder amerikanisch. Nein! Die Gemeinde Joshua Mashiach ist basiert aus dem Wort Gottes. Die Gemeinde Joshua Mashiach schaut nicht nach links oder nach rechts, ist nicht rassistisch. Die Gemeinde Joshua Mashiach bringt all die Menschen zusammen. Die Gemeinde Joshua Mashiach, die Liebe strahlt. Nun, alle Menschen kommen zusammen. Aus verschiedenen Nationen, verschiedene Völker, verschiedene Traditionen, verschiedene Kulturen. Alle zusammen und werden komplett geändert. Die Gesinnung wird geändert, weil sie Buße tun. Die tun Buße. Die lassen ihre Kultur beiseite. Die lassen ihre Tradition beiseite. Die lassen, was sie von irgendwelchen Leuten gelernt haben. Und die nehmen das Wort Joshua Mashiach und werden eins in Joshua Mashiach. Eins in Joshua Mashiach. Halleluja. Halleluja. Liebe Geschwister, wir fangen wieder an. Wir fangen wieder an. Wir wollen, dass das Volk Joshua Mashiach aufsteht. Dass die Menschen sich nur mit Joshua, Jesus Christus, verbinden. Nur Jesus Christus. Wir leben in einer Zeit, wo der Herr Joshua Mashiach uns sagt, komm zu mir, komm zu mir, nur zu mir, nur zu mir, weil ich der Retter bin. Joshua Mashiach ist der einzige Retter. Der alleine Retter, nicht Maria, nicht irgendwelche Petrus, nicht irgendwelche Heilige, keine Ahnung, nur Joshua Mashiach, nicht irgendwelche Kirche oder irgendwelche Propheten oder nein, nur Joshua Mashiach. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Nur Joshua ist die Wahrheit. Nur Joshua rettet. Halleluja, Halleluja. Wenn der Herr Gnade gibt, wenn wir diese Dinge nochmal sehen. Habt ihr überhaupt gesehen, die Gemeinde heutzutage? Habt ihr gesehen, diese Wohlstandprediger? Die sind so schick gekleidet. Die wollen, dass die Leute genauso laufen. Die zeigen ihre Schuhe, die zeigen ihre Autos, die zeigen die ganzen Sachen aus dieser Welt. Aber der Herr sagt, das Wort Joshua Mashiach sagt, schaut nach oben, schaut, sieht nach den Sachen, die droben sind. Wir sollen nach oben gucken, da wo unser Retter kommt. Es geht darum, dass wir leben. Wir leben für Joshua Mashiach, für ewiges Leben. Aber diese Prediger, aber diese Leute, was wir heute sehen, die wollen, dass wir die Sachen aus dieser Welt suchen. Dass wir uns klammern an Autos, an Geld, an Menschen, an sowas. Nein. Aber der Herr Joshua Mashiach sagt, wir sollen uns also an ihm klammern, weil er uns ewiges Leben versprochen hat. Er wird kommen. Joshua Mashiach wird kommen. Mein Bruder, meine Schwester, lass diese ganze Tradition und sucht Joshua Mashiach. Nur er allein. Er hat uns gesagt, geh in die Nationen. Und predigt und verkündet das Evangelium. Die Nationen predigt und verkündet das Evangelium. Das ist, was wir tun. Halleluja. Joshua Mashiach will uns retten. Er will uns retten. Ich danke dem Herrn für diese Zeit mit ihm. Ich spüre wirklich also Joshua Mashiach, Gottes Gegenwart. Halleluja. Es ist so schön, mit ihm zu gehen. Halleluja. Er allein gibt uns die Kraft, weiterzugehen. Er allein führt uns, lieber Geschwister, egal was wir erleben, egal wie hart das ist, egal was diese Welt uns also gibt. Aber Joshua gibt uns ewiges Leben. Ewiges Leben. Ah, meine Bruder, ah, meine Schwester,
lassen wir uns mit Yeshua Mashiach versöhnen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh Herr, ich bete Yeshua Mashiach. Du bist meine Kraft. Du bist meine Kraft, Herr. Gib mir die Kraft, Yeshua Mashiach, weiter in deinem Wort zu bleiben. Gib mir die Kraft, Yeshua Mashiach, die Wahrheit, Halleluja, die Wahrheit zu erkennen und weiter mit dir zu gehen. Halleluja, Halleluja. Ich danke Yeshua Mashiach. Halleluja. Amen.